Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Ja, und die Engel haben hier ganz offenbar ein sehr wichtiges kollektives Thema ausgewählt, was sie euch mitteilen wollen oder uns allen. Und ich war im ersten Moment ein bisschen überrascht, weil im ersten Moment hatte ich das Gefühl, es können ja sehr individuelle Probleme sein, das mag auch so sein, aber es scheint gerade eine kollektive Entwicklung zu geben, wo wir einfach hinschauen müssen und gezwungen werden hinzuschauen, die mit der globalen Ebene genauso zu tun hat wie mit unserer Mikroebene, mit unserem ganz individuellen Leben. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an, weil das sich ja anhand der Karten immer am besten erklären lässt. Und die erste Karte, die kommt, ist die Karte Lass los, kommt von den Feen. Wenn du dein Bedürfnis nach Kontrolle aufgibst, wird deine entspannte Energie rasch zur Wunscherfüllung führen. Also vielleicht habt ihr bestimmte Wünsche, vielleicht habt ihr bestimmte Dinge, die ihr in eurem Leben gerne realisieren wollt. Aber die Engel sagen, oder die Feen hier in dem Fall sagen, ihr versucht vielleicht zu sehr etwas zu erzwingen oder ihr arbeitet vielleicht zu sehr daran, etwas zu erhalten, zu bekommen vom Universum oder aus der physischen Welt, was eigentlich die Wunscherfüllung total blockiert. Also es führt eigentlich nicht zum Ziel. Ja, das, was ihr tut im Moment in einem bestimmten Bereich, und wir kriegen ja hier durch die anderen Karten noch ein Bild davon, worum es geht, ist gerade nicht zielführend, blockiert eigentlich euren Fortschritt und auch euren Erfolg, sondern versucht eben nicht die Dinge zu kontrollieren. Das heißt auch nicht Dinge mit dem Willen oder dem Ego zu erzwingen, also auch keine Ego-Kämpfe mit anderen anzufangen oder auch mit sich selbst, sondern wirklich die Dinge fließen zu lassen und mehr mit dem Fluss des Universums zu sein. Und es scheint sich um eine karmische Situation zu handeln, in der ihr für euch vielleicht im Moment befindet. Wem sollt ihr vergeben? Wenn du alten Ärger und Groll loslässt, werden sich deine Wünsche verwirklichen können. Also es gibt noch eine Situation mit einer Person, in der ihr vielleicht grollt, in der ihr vielleicht wütend seid oder ihr merkt, es funktioniert so nicht oder ich werde benachteiligt oder jemand will mir was wegnehmen oder was auch immer. Also ihr seid auf jeden Fall nicht happy mit der Situation. Das ist mit Sicherheit ein spürbarer Konflikt, den ihr da habt mit einer Person. Das kann beruflich sein, privat, in der Familie, was auch immer. Alles ist möglich, aber das hat einen karmischen Hintergrund. In der Regel gibt es eine Situation in einem früheren Leben, wo so eine ähnliche Situation schon mal stattgefunden hat, nur in einem anderen Kontext. Und jetzt wiederholt sich das Thema. Ihr müsst es nochmal anschauen und auflösen. Und es hat auch zu tun mit Misstrauen, mit Täuschung. Ihr seht hier diesen Mann, der eine Maske trägt. Ja, also es geht darum, die Maske abzunehmen und wirklich zu erkennen, wer ist dahinter. Ja, also vielleicht habt ihr das Gefühl, ihr werdet übers Ohr gehauen, betrogen, belogen oder irgendwas stimmt nicht. Also es kann auch ein ganz subtiles Gefühl sein, dass irgendwas nicht stimmt oder euer Bauchgefühl sagt, nee, ich fühle mich nicht wohl. Ja, ich fühle mich so nicht wohl. Aber das Ego sagt, ja, aber ich will das jetzt aber tun und ist ja auch besser. Also das kann auch so ein innerer Kampf in euch sein, Ego gegen höheres Selbst. Und da geht es in der Tat darum, dann loszulassen und eben das Ego loszulassen, die Ego-Anhaftungen auch an materielle Dinge gerade und loszulassen und zu sagen, ich gehe mit, folge meinem höheren Selbst, ja, was nur das Gute im anderen sieht und auch das, nur das Gute möchte. Es kann sein, dass da gewisse Launen im Spiel sind im Moment, also auch mal ungehalten zu sein oder jemand ist ungehalten euch gegenüber oder da sind starke Emotionen am Werk, also auch stark negative Emotionen. Und es hat mit materiellem Gewinn zu tun oder Ernte hier gesagt. Ja, also das, was man ernten kann, natürlich hier Geld, aber auch Güter, Waren, die ihr vielleicht bekommen wollt, auf die ihr gesetzt habt oder Dinge, die ihr euch anschaffen wollt. Es scheint im Moment Streit darum zu geben, wem das gehört, ob man das nun bekommt, ob man das vielleicht zu dem Preis bekommt, den man vereinbart hat oder ich weiß es nicht. Also irgendwas scheint da so ein bisschen aus der Reihe zu fallen und wenn das so ist, dann sollte man nochmal in frühere Leben schauen und schauen, womit hat das aus früheren Leben zu tun. Ja? Es geht am Ende des Tages darum, dass ihr in eurem Leben durch diese karmische Vergebung, ja, ihr könnt dann ein Vergebungsritual machen, wo ihr eben Menschen, die an diesem Konflikt beteiligt sind, vergebt, was ihr euch in diesem und früheren Leben angetan habt und dass ihr denen auch natürlich vergebt, was ihr ihnen in diesem und allen früheren Leben angetan habt, damit ihr bereit seid, eine neue Art von Kooperation zu finden, von Partnerschaft, von Zusammenarbeit, ja, wo man wirklich eher mehr dem höheren Selbst folgt und eher ja aus dem Positiven heraus manifestiert, nicht aus Neid, nicht aus Missgunst, nicht aus Gier, Profitgier oder sonst etwas, ja. Und mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin
oder neuen Partnern, das können auch mehrere sein, ist die reiche Fülle möglich? Ja, dann kannst du deine finanzielle Situation heilen. Also es macht Sinn, mal hinzuschauen, bin ich überhaupt, was diesen ja fast schon Finanz- oder materiellen Konflikt betrifft, mit den richtigen Menschen im Geschäft oder zusammen? Brauche ich eine andere Form der Zusammenkunft, Zusammenarbeit? Ist das die richtige Quelle? Ja, oder ist das eine Ego-Quelle, eine ego-getriebene Quelle, die einfach keinen Win, keinen Vorteil für beide bringt? Und zu schauen, wie können neue Formen von Partnerschaft oder auch Abkommen, die getroffen werden mit Partnern, getroffen werden, um wirklich allen in die Fülle zu helfen. Und was hat das jetzt, warum ist das so ein kollektives Thema? Weil das sind Themen, die gibt es in jedem Fall individuell sehr häufig. Aber warum ist das jetzt hier ein Thema im Wochenorakel? Und ich denke, wenn wir uns mal anschauen, was auf der globalen Ebene gerade passiert, wenn man sieht, wie das Finanzsystem seit Jahren dabei ist, komplett zusammenzubrechen, und es wird eigentlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer schlimmer, dann haben wir hier ein Makrothema auf der Makroebene, der globalen Ebene, genauso wie im Kleinen. Ja? Das heißt, Konflikte, die jetzt im Kleinen, vielleicht auch plötzlich unerwartet, um Geld, Finanzen, Besitz, materielle Güter, was gehört wem, wer hat wie viel von was, ausgetragen werden, haben auch eine Resonanz, ein Resonanzfeld auf der globalen Ebene und umgekehrt natürlich. Und das, was ihr im Kleinen hier eben bereinigen könnt, wird sich auch auf die globale Ebene auswirken, weil in dem Moment, wo ihr andere Entscheidungen trefft, ja, indem ihr eurem höheren Selbst folgt und sagt, ich will eine positive Geschäftspartnerschaft gründen, und zwar kann so ein Vertrag oder ein Abkommen oder eine Zusammenarbeit so und so und so und so aussehen, und das von eurem höheren Selbst steuern lasst und sagen lasst, okay, so kann es sein und aus der Liebe heraus, dann bringt ihr etwas anderes in dieses kollektive Bewusstsein mit ein, und das bewirkt natürlich auch, dass immer mehr Menschen auf dem Planeten sich öffnen für neue Gedanken der Zusammenarbeit und es immer weniger um Ausbeutung und den Profit der wenigen geht und die anderen, die in die Röhre schauen. Und das ist sicherlich etwas, wo jeder Anteil hat, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Und ich glaube, dass die Engel uns das nochmal bewusst machen wollten. In diesem Sinne, denke ich, lohnt sich jede Arbeit, die jeder an sich selber in seinem kleinen Leben vornimmt. Eben nicht nur für sich selbst, sondern es ist immer ein Teil des Ganzen, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und jeder, der sein Leben aufräumt von allen karmischen Konflikten und Dingen, die unser Leben negativ machen, niedrig schwingend machen, leistet seinen Beitrag. Insofern danke ich euch stellvertretend dafür, für eure Arbeit, die ihr schon geleistet habt und noch weiter leisten werdet, und wünsche euch eine wundervolle Woche mit wunderbaren neuen Erkenntnissen und Lösungen für eure Vorhaben. Und ich kriege gerade nochmal die Info der Engel, dass die Engel natürlich euch helfen, um Gottes Willen, diese Konfliktsituation zu bewältigen. Bittet die Engel um Hilfe, dass ihr die richtigen Eingebungen bekommt, dass ihr die richtigen Worte findet, die richtigen Maßnahmen ergreift, um das wirklich positiv für alle und in Frieden, das ist ganz wichtig, in Frieden aufzulösen. Und das könnt ihr, und das könnt ihr mit Hilfe der Engel auch, denn sie werden euch immer darin stärken, eurem höheren Selbst zu folgen. In diesem Sinne schicke ich euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sage bis bald. Tschüss!